Ja, heute bei einem fast blauen Himmel, würde ich sagen. Bisschen Wolke sehe ich da hinten. Geplant war das natürlich nicht, aber man muss noch mal richtig Glück haben. Geplant wurde diese Veranstaltung heute, der Blaulichttag, vor gut einem Jahr. Und erstmal einen großen Dank an das Organisationsteam Christoph Kursraum für die tolle Organisation und für den Aufbau hier heute. So, dann möchte ich einmal begrüßen, wer alles hier ist. Ich lese es einmal alle vor und danach tosenden Applaus für alle. So, einmal ist hier heute der Gemeindebrandmeister Christian Taschendorf. Dann die Ortsbrandmeister der Samtgemeinde Abensinn. Samtgemeindebürgermeister Peter Sommer. Der stellvertretende Bürgermeister von Abensinn, Andreas Steltenpohl. Vom Feuerschutzausschuss ist hier heute Peter Wichern. Bürgermeister von Saunsieg, Rolf Suhr. Dann begrüße ich hier von den Jugendfeuerwehren die Jugendfeuerwehr Stehdorf, die Jugendfeuerwehr Schwan, das THW vom Ortsverband Buxtehude, die Kinderfeuerwehr aus Goldberg, die Jugendfeuerwehr aus Apensen und die Jugendfeuerwehr aus Sauensieg. Wollen wir nicht mal mit den Partner Feuerwehrgruppen auch mal ein Jugendfeuerwehrtreffen machen. So, dann haben wir alle eingeladen und das erste Mal hier vor 7 Jahren in Beckdorf gezeltet. Das wechselt dann jedes Jahr. Mal sind wir dann in Schwan, mal sind wir dann in Stehdorf. So kommen wir auch mal rum, lernen die anderen Ortsfeuerwehren kennen und es hat sich mittlerweile schon eine schöne Freundschaft rundherum um dieses Event gebildet. Diese ganze Veranstaltung, die Idee war eigentlich heute nur mal das VGH Brandschutzmobil einzuladen und an sich Vorführung zu machen. Das ist dann doch ein bisschen mehr geworden rundherum. Und da bedanke ich mich einmal bei dem VGH Servicebüro Daniel Evers, dass das möglich gemacht hat, dass dieses Brandschutzmobil heute hier vor Ort ist. Vielen Dank. Ja, lieber Björn, liebe Kinder, Jugendliche und auch liebe Gäste. Ich finde das absolut genial, was hier heute wieder aufgebaut worden ist. Dafür, dass es eigentlich ein Jugendfeuerwehrtreff ist ja ganz schön was zusammengestellt worden. Und ich finde das auch ganz klasse, dass ab 2 Uhr dann hier der Bereich öffentlich ist, dass auch alle Einwohnerinnen und Einwohner der Umgebung eingeladen sind aus der Samtgemeinde. Also hoffen wir, dass dann möglichst viel auch angenommen wird. Björn hat ja gerade sich gefreut über den schönen blauen Himmel, das gute Wetter. Vielleicht, wenn es 3, 4, 5 Grad kälter wäre, wäre es vielleicht ein bisschen besser. Aber ich hoffe trotzdem, dass das, was ihr hier alles geschaffen habt, aufgebaut habt, auch entsprechend honoriert wird und dass dann auch entsprechend viele Besucher kommen. Ich wünsche euch auch weiterhin einen guten Verlauf. Die Vorführung heute für die Jugendlichen und alle, die hier eingeladen sind und anwesend sind. Und dann darf ich mich im Namen der Samtgemeinde, der Gemeinde Apensen, ich mache das gleich für alle mit, für die Gemeinde Beckdorf und auch für die Gemeinde Saunsieg recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr das Ehrenamt im Feuerwehrbereich hier so hochhaltet, für Nachwuchs sorgt und auch allen erklärt, was Feuerwehrwesen in Wirklichkeit alles ausmacht und was alles dazugehört und dass ihr auch alle anderen, die in diesem Bereich tätig sind, wie THW etc. mit dazu holt. Und damit euch das ein bisschen leichter fällt, habe ich hier ein kleines Flachgeschenk für euch. Ihr werdet das mit Sicherheit gut investieren können. Björn, schönen Dank und viel Erfolg noch am heutigen Sonntag. Jetzt gibt es das Wort nochmal an Peter Wichern weiter. Das klappt ja gut. Ja, Björn, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Für weiterhin alles Gute. Mit den Ausrüstungen scheint es ja jetzt endgültig mal voranzugehen, was ja auch lange, lange ein Thema für uns war, schon fast zu lange. Nun ist es aber soweit, dass wir das irgendwann abschließen können bis zum Ende. Dankeschön. Und zwar werdet ihr hier sehen, das THW, den ELW 2 vom Landkreis Stade. Da müsst ihr mal reingehen, das ist schön kalt da drin. Ich war schon getestet. Die Polizei ist hier, das DRK ist da. Dann ist der NABUDA und der BUND. Dann ist der das DLRG, die DLRG da mit einem Tauchturm, falls ihr euch abkühlen wollt. Dann haben wir hier die Feuerwehr Beckdorf dort, die Drehleiter aus Hasefeld, die Feuerwehr aus Saunsieg, die Feuerwehr aus Apensen und das VGH Servicebüro von Daniel Evers. Ich wünsche euch viel Spaß und nun kann der Blaulichttag beginnen.
Also, Diesel brennt doch. Der Oberst Zerstäubungszahl. Von zu Hause bitte nicht nachfahren. Könnte gefährlich werden.